scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Denn wir kommen jetzt zuerst, hat Ovidio eröffnet, ja, mit Chance und Change, ja. Victor hat da weitergeführt und ist noch intensiver auf Sprachbewusstsein eingegangen, Kommunikation, Wortursprung. Und jetzt, wer kann es anders sein? Unser dritter Impulsgeber ist ein Experte für Kommunikation. Ja? Also lasst euch da wirklich mitnehmen auf diese Reise, die wir nur erleben, wenn wir live dabei sind. Diese Zufälle, wie sie zufallen von den einzelnen Impulsgebern, das können wir wirklich nur erleben, wenn wir hier live dabei sind. Nachher sind die auseinandergeschnitten und wir bekommen gar nicht mehr so diese Magie des Abends so mit, ne? Und auf diesen nächsten Impulsgeber freue ich mich, ach, immer wieder so riesig, weil ich habe am Anfang schon gesagt, ich höre nicht zu, sondern ich lausche ihm so gerne, weil er ist so ein weiser Mann mit so einem reichen Erfahrungsschatz und er ist ein Philosoph und er hat uns für heute Abend auch eine philosophische Impulsgeberreise mitgebracht. Er ist Menschenleser, er ist Mentor, er ist Dozent, er ist Berater, er ist Profiler, er ist Lebenssinncoach und er ist ein Diener. Er hilft dem Schöpfer bei der Arbeit und ihm ist es ein großes Anliegen, den Ratsuchenden sein Wissen weiterzugeben und seinen ganzen Erfahrungsschatz, oft auch wirklich in Einzelberatungen, in Gruppentrainings, natürlich immer zum Wohle aller im großen Ganzen. Und lieber Jean-Marie Boutequin, mein Plädoyer für dich ist beendet und das Mikrofon gehört jetzt dir. Dankeschön, liebe Martina. Du machst das so wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich habe den Titel etwas verändert, aber bleibt trotzdem der gleiche und ist Zufall, oder liegt die Chance wirklich im Neuen? Wilhelm von Humboldt sagte mal, nur der Wechsel ist wohltätig, unaufhörliches Tageslicht ermüdet. Wir sprechen gerne vom Neuen, zum Beispiel das neue Evangelium, das neue Testament, das neue Rathaus, das neue Berlin, das neue Glück, den neuen Wagen, den neuen Anzug, das neue Ferienhaus, das neue Mobiltelefon und unendliche neue Dinge mehr. Dennoch, neue Schuhe sind selten am Anfang bequem. Bedenke, wir sollten den Wandel nicht verwechseln mit Neuem und der Zufall nicht mit Chance. Eine Frage an dich. Hast du wirklich Lust, etwas Neues auszuprobieren? Materiell oder immateriell? In dieser Vorstellung ist alles möglich. Erneuerungen und Veränderungen, die wir schon längst hätten machen wollen sollen. Weiterentwicklungen von schon gedachten und stehen gebliebenen Visionen. Heute sprechen wir gerne von Updates, eine neue Sprache. Der Homo sapiens aus Großeuropa, er wollte schon immer Neuland erobern, es besitzen und es maßlos ausbeuten und noch Schlimmeres. Also Chancen ergreifen. Und das Greifen ist hier das richtige Wort. Und wie ist es mit den modernen Menschen heute? Heute geht es alles um schnell, schnell und nicht schnell genug. Und immer wieder neue Entwicklungen und neue Versionen zu produzieren. Unermüdlich, ohne viel vor- oder nachzudenken. Eine Frage. Hat die innere Einstellung des Menschen sich erneuert? Oder nur seinen durchschnittlichen Konsumtrieb, meistens Ersatzhandlungen für seine unaufhörlichen Probleme? Nein, in den wenigsten Fällen. Das sehen wir jetzt zum Beispiel an dem Krieg in Europa, jetzt in der Ukraine. Dieser grausame Überfall, der sich noch sehr ausweiten kann. Das war auch eine Chance für den Aggressor. Und so auch für vielen anderen kleineren Kriege jetzt. Terrorakte, Elend, Ausbeutung, alles heute. Jeder greift nach einer Chance.
Der Mensch hat seit der Antike nicht viel dazugelernt, zum Beispiel in Sachen Frieden oder noch weitere Ausbeutungen. Der bodenlose Hunger nach Materialismus hat nur in den letzten 100 Jahren die Erde fast komplett zerstört. Wir sprechen noch nicht weltweit und einheitlich über den Klimawandel, zum Beispiel Artenzerstörung, Überbevölkerung und Ressourcenknappheit und so weiter. Das wollen die meisten Menschen gar nicht hören, nicht sehen. Machthaber wollen neue Chancen sehen, die ihre Machtgier noch vergrößert. Ja, zugegeben, der Mensch lebt länger. Und das trotz, dass er immer mehr Nahrung zu sich nimmt als früher. Und trotz, dass er unheimlich viel mehr verbraucht an unnötigen Konsumwaren und Millionen Tonnen an Müll. Plastik war damals eine technische und wirtschaftliche revolutionäre Erneuerung. Eine große Chance, die groß genutzt wurde. Heute haben wir alle schon Mikroplastik im Blut. Also Chancen können also mit der Zeit auch Risiken sein und auch sehr negativ sein. Wir sprechen von neuen modernen Chancen und denken eher an gestern. Wir lieben Neueröffnungen und spannende neue Nachrichten. Wir bewundern neue raffinierten technische Gadgets, die wir dann innerhalb kürzester Zeit entsorgen. Denken wir zum Beispiel an Weihnachten, mein Gott. Wir leben nach wie vor wie in einem Selbstbedienungsladen. Wir greifen nach Chancen statt nach Verantwortung. Dennoch sprechen Spezialisten von einer Gesellschaft, die älter wird und weniger experimentierfreudig ist. Wir leben in einer Gesellschaft des unerträglichen materiellen Überflusses. Das Neue wird trotzdem weniger attraktiv. Dennoch, die Offenheit für Neues bei den älteren Generationen hält künftig länger an als jemals zuvor. Auf der mentalen Ebene müssen wir uns auch darauf einstellen, länger und immer wieder unsere Meinungen, unsere Einstellungen und Verhaltensweise neu zu justieren. So eine Studie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts. Das Neue hat in unserer westlichen Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Neue Informationen, neue Produkte, neue Aktivitäten, neue Fähigkeiten, neue Ideen. Veränderung und Bewegung geben den Takt des Lebens an. Unsere Offenheit für Neues bleibt allerdings nicht das ganze Leben lang gleich groß. Wenn wir jung sind, wollen wir lernen, ausprobieren, explorieren, experimentieren. Im Alter wollen wir nichts verlernen, eher bewahren und beschützen. Mittels einer Umfrage unter je 1000 Personen aus der Schweiz und aus Deutschland zwischen 16 und 74 Jahren hat das Gottlieb-Duttweiler-Institut untersucht, wie die individuelle Offenheit in unterschiedlichen Bereichen wie Essen, Stil, Leben, Ziele oder Apps und Technologien mit dem Alter zusammenhängt. Basierend auf den Umfrageresultaten werden in der Studie drei gesellschaftliche Entwicklungen zur Zukunft diskutiert. Dabei geht es zum einen um Veränderungen von gesellschaftlichen Werten im demografischen Wandel. Zum anderen um den Übergang von einer Situation, in der wir zu wenig Neues hatten und eine, in der wir zu viel Neues haben. Diese GDI-Studie zeigt, dass in einer älter werdenden Gesellschaft Neuheiten langsamer angenommen werden. Die jungen Generationen sind es, die gestalten, wogegen die älteren Generationen tendenziell Bestehendes verwalten. Aus diesem Grund müssen wir uns darauf einstellen, länger und immer wieder unsere Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweise zu überdenken. Eine Chance also ist immer eine Aussicht auf Erfolg. Die neue Chance soll zuversichtlich sein. Wir erwarten mit viel Hoffnung eine bessere Gelegenheit für die Zukunft. In einem geeigneten Augenblick wollen wir Aufbruch mit einer mutigen Stimmung von Freude und Spaß. Wir vergessen dennoch, dass Zukunft aus dem Jetzt entsteht. Für viele Menschen bedeutet das Chancengerechtigkeit, Eigenständigkeit, Selbstbestimmung,
Vorrecht. Wir wollen neue Privilegien. Frauen zum Beispiel wollen am meisten Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und echte Emanzipation. Stimmt, Martina? Der Politiker und Philosoph Jean Jaurès sagte es so schön: Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Er, Jaurès, war einer der besten parlamentarischen Redner Frankreichs. 4 Jahre bevor er von einem 29-jährigen Rechtsextremisten am 30. Juli 1914 in dem Pariser Café du Croissant ermordet wurde, antwortet Jean Jaurès im französischen Parlament dem antisemitischen, rechtsnationalen Schriftsteller und Politiker Maurice Barrès mit einer großartigen Rede. Herr Barrès fordert uns öfters auf, in die Vergangenheit zurückzugehen, für die, die nicht mehr sind und die, die zur Unbeweglichkeit erstarrt, gleichsam heilig geworden sind, hegte er eine Art pietätvolle Verehrung. Nun, meine Herren, auch wir verehren die Vergangenheit, aber man ehrt und achtet sie nicht wirklich, indem man sie zu den verloschenen Jahrhunderten zurückwendet und eine lange Kette von Phantomen betrachtet. Die richtige Art, die Vergangenheit zu betrachten, ist das Werk der lebendigen Kräfte, die in der Vergangenheit gewirkt haben, in die Zukunft weiterzuführen. Interessant sind die Reden des Salomo auch, der Sohn Davids, des Königs zu Jerusalem, mit dem Thema: Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Zitat: Es ist alles ganz eitel. Es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt bestehen, die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Also die echte Chance liegt darin, die Angst, die wir hätten, neue Dinge anzufangen, umzudrehen in ein Dreierpack, was wir schon heute Abend alle gehört haben. Bewusstheit, Gewissheit und Mut. Zufall kann eine Rolle spielen, wenn gleichzeitig Synchronizität stattfindet. Das bedeutet, alles ist Energie. So benutzen wir sie doch bewusst und achtsam um das, was uns zufällt. Verwandeln wir das Zugefallene, die mögliche Chance also, nur positiv und vernünftig. Jeder von uns könnte eine wertvolle Chance, ein Zufall zur Veränderung und zum Wohle aller verwandeln. Sie ist aber notwendig, dringend und sollte nicht mehr egoistisch sein. Zu Sokrates kam ein höchst aufgeregter Mann gelaufen. Hör, Sokrates, ich muss dir etwas erzählen. Hopp, Sokrates unterbrach ihn. Halt! Hast du das, was du mir zu sagen hast, auch durch 3 Siebe geworfen? 3 Siebe? Fragte erstaunt der andere. Ja, guter Freund, 3 Siebe. Gib acht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Prüfe, ob das, was du mir sagen willst, wahr ist. Das zweite Sieb ist die Güte. Prüfe, ob das, was du zu sagen hast, gut ist. Das dritte Sieb ist die Notwendigkeit. Prüfe, ob das, was du zu sagen hast, wirklich notwendig ist. Das wäre mein Tipp an uns alle heute Abend. Bewusst, mit Bewusstsein, mit Mut, mit Vernunft, auch zu prüfen, ob das alles, was wir tun, notwendig ist, statt wesentlich. Ich bedanke mich herzlich, Jean-Marie Botka.